Call of Duty Hallo WAW, ne? und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe mit dem Crane. Okay. Ja, Also so. ich bin nur der Typ, der zweite Spieler ist. Ich habe nicht so viel zu sagen. Genau, du bist der Typ, der in Fachkreisen auf irgendwas mit Mehl Ja, nur mal vorne ab für die Leute, heißt. die Rap am Mittwoch richtig abfeiern. Man sieht hier übrigens das WAW, das ist nicht COD4, ihr Hurensöhne. Der Bushkino, der ist hier drinne, aber der ist hier, glaube ich, ein bisschen schwarz, also nicht wundern, aber das ist trotzdem der Bushido. Ja, ist ja auch. So, soll ich mal die Kiste starten? Ja, mach mal an die Mühle. Ja, gucken wir direkt mal, was da abgeht Guck wieder. mal auf die Zeit, ne? Nicht mal eine Minute um uns hier direkt nur Scheiße gelabert. Oh, was steht da unten? Ja, falls ihr euch fragt, warum das auf Englisch ist, weil ich kann eigentlich kein Deutsch und deswegen habe ich halt nur die englische Version. So wie der Bushido auch Ist sagt, bei gut, mir dass ich genauso. VIP reinschaut, natürlich auch nur die englische Version. Der Private Miller. Ja. Oh, Takeo, was machst du denn da? Da ist er, der Bushido. Da hat er die Knifte entsichert. Kann man. Nämlich, Oh, hast da du auch eine drüben ist die aber M1 gar. gerannt oder? Na, ich habe nur eine Oder welche Waffe Pistole. hast du? Ich habe die Pistole nur. Hier liegt ja nichts Okay. für mich. Doch, Doch, hier hier liegt vorne was. liegt was. Da liegt ein Typ 100. Typ 100 nehme ich. Die Seitenwaffe. Gib mir mal das Alaska her. Du hast Wenn das ich jetzt Alaska. pausiere. Ja, da habe ich abgelegt gehabt. Das habe ich vorher aufgesammelt. Ja, wenn du pausierst, war das. Ist das dann auch bei dir pausiert? Ne, geht weiter. Achtung, Granaten, Granaten, Granaten. Ja, Du bist ja Granaten so. kommen. Warte mal, weil ich glaube, ich habe da. Jetzt sehen erstmal alle meine geilen Einstellungen. Oder war das Garant klingeln für alle, die nur WW2 kennen, ihr kleinen Hurensöhne? Das ist nämlich richtig scheiße in dem Dreckspiel. Egal, hier gibt es keine Untertitel. Ist Trey also. Arsch, ihr habt trotzdem nicht verkackt, ihr seid trotzdem richtige Maschinen. Die haben Black Ops 3 immerhin gemacht. Ey, die, da war das Was? Garant klingeln. Die, wer ist die? Die Nambu-Pistole, ne? Wenn du mit der zielst, die sieht ein bisschen aus wie die Grace Gun. Wir sind ja hier, das ist ja natürlich die englische Version. Genau. Ist auch was. Du hast WW2 noch nie gespielt, also das ist für dich alles neu hier in der Kampagne, ne? Ja, das erste Level habe ich rechts ist einer. Das Das ist so krass, ne? Dass der Junge erste das Spiel Level noch nie kenne ich. gespielt hat. WAW habe ich gespielt, aber nur im Mehrspielermodus. Ich habe nie die Dingens gespielt, die Kampagne. Also ja klar, letztens ist 200 Jahre her. Hallo, 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 Asiaten. Ja, Nur das genau. erste Level, also das hier habe ich, wo du fliehst. Und dann halt den Ansturm da, was die bei WW2 natürlich auch wieder versucht haben reinzumachen. Hallo, was macht... Das kenne Der hängt ich. hier fest. Boah, guck dir mal den an. Der war aber auch geskriptet. Ja, Konnte hier ihn ist nicht vieles abknallen. gescriptet bei dem Spiel. Man merkt das eigentlich da. Boah, was hat der da für eine Waffe aufgehoben? Das Peaks Moped habe ich. So, dann... Damit kannst du doch Alaska. kniften. Ich lese da immer Alaska bei der Waffe. Da hab ich aber auch gerade gelesen. Ja, was gibt es dazu Erinnert zu an eine sagen? Hitlersäge. Eigentlich nicht so viel, da ja alle mit COD4 angefangen haben, also MW1. Natürlich nicht remastered. Das Spiel, hier ist die Tommy Gun. Tommy Gun inbound. Wo? Wusste, wusste, wusste. Die war hier gerade irgendwo, ich schwör dir.
Die hat irgendeiner aufgehoben. Hier war gerade die Tommy Gun. Ich hab die. Ich komme mit Tommy Gun wie Rocky Balboa. Ich hab die. Da geht was. So. Und Granaten. Hier gibt's jetzt auch irgendwo den Hermann. Und den Opa. Oh, verdammt. Gibt es die echt in der Kampagne? Ja, aber die haben andere Namen. Ich glaube, der Hermann heißt, hat so einen leicht polnischen Namen. Das ist nicht ein reiner Ami. Weißt du? Der heftige, also der Junge hier, der in einer anderen Leitung, der hat mit Black Ops 3 angefangen, mit COD Black Ops 3. Ja, okay. Nein, der hat mit Modern Warfare 2 angefangen. Also von daher, ihr seid alles Hurensöhne, die immer erzählen, ja, mit COD 4 angefangen und so. Ja, man muss ja nur mal hochrechnen. Selbst du warst da nur minderjährig, als er rauskam. Und die wollen dir erzählen, dass die noch früher damit angefangen haben als du. Da war ich 15, wo das Spiel rauskam. Da kam 2007 raus. Ey, lass mich mal durch. Wenn man nicht gerade auf den Kopf gefallen ist, das hochzurechnen, dann kommt man da drauf. Es ist wie Treibsand hier, wenn ich rennen will. Ja, ja, das ist echt scheiße. Ja, aber egal. Also der Marcel Althaus, der wurde angezeigt beim Video als Werbung. Richtig frech, der Bastard. Guckt euch mal diese Endscheiß-Grafik an. Apropos, die hat auch ein Maschinen-Gameplay wieder gemacht, ne? Da hat die erstmal den Nuke gerissen auf The Raid Remastered. Ja, Black Ops 3. Der hat die richtig gut abgerissen. Ah, okay. Siehst du das halt, ne? Wenn man Harz bezieht. Also, dann kann man nochmal die Rippen abreißen. Die. Ja. Segen-Gameplays. War der Garant. Outlaw Girl, falls du das irgendwann mal siehst, das Video, ne? Heute hab ich ein Bild von dir gesehen und irgendwie. Das hat's mir richtig angetan, muss ich sagen, so. Aber war das so Tigermilch-like oder. Oder ohne? War das Bild war Tigermilch oder was? Oder was meinst du? So ja, ja, ob das Bild so Tigermilch-mäßig war oder ob das doch schon anders ging. Ja, ich muss sagen, das geht schon in die andere Richtung. Also, die scheint ja auch ein bisschen älter zu sein, so, aber ich will jetzt nicht sagen, dass die nicht vielleicht auch noch so räudig ist wie die anderen. Komm mal runter. Ah, ne, geht nur nicht. Lass das mal lieber. Warte, ich will ihm gerade irgendwelche Waffen hier am organisieren. Ja, da oben sind Hurensöhne auf dem Turm, ne? Ja, aber ich glaube, die sind von uns. Ja, Alarm im Darm ist das. Oh, das war ein Homie, ich hätte den fast weggemacht, aber ist nicht Homie 96 gewesen. Boah, der rastet richtig aus. Heißt der Sullivan? Der Sullivan, aber das ist nicht der das ist nicht der aus Dingens. Der ist nicht der aus der 13. Dreht meine EP. Emos! Ich hab irgendwann mit Emos verstanden, was der Typ da gesagt hat. Leute. Granaten! Frau zurückstand, da hab ich gemacht. Ja, pass auf. Ich weiß, wenn ich jetzt eine Granate hier raushaue, dann ist scheiße, weil dann. Ja. Dann gebe ich nur Friendly Fire gehen und dann. Gehen wir wieder alle drauf. Hier ist eine Tommy Gun, aber Rocky Balboa ist nicht da. Wo ist die? Ich hab auch Muni. Hier unten direkt. Oder siehst du die nicht? Ich hab die doch. Pass auf, Granate. Ja. Knallt jetzt hier. Ladung ist scharf. Die Ladung ist scharf. Oh, da wird leicht übersteuert. Leicht aber auch nur. Ganz egal, das halt sowieso bei mir im Dingens, das habe ich ja so eingestellt. Das ist gewollt, das sind die neuen Special Effects, das ist Dolby Atmos. Ja, doch, ich muss wirklich ehrlich sagen, ich finde das geil. Das so halt. Das ist richtig geil. Warte mal, da hat einer eine Pump, ne? Warte, da oben ist ein Hurensohn. Ja, da oben ist noch einer, ein Reisfressender. Der ist tot, den habe ich weggemacht. Das ist alles Kleinschwanzträger hier. Das ist der Kampf gegen die Kleinschwanzträger. In den Schützen. Fukushima! Asien. Achso, du liegst da. Ich wollte gerade sagen, ich konnte nicht zurück. Wer liegt denn da rum? Hitler-Säge inbound. Ey, lol, man kann hier sogar Level aufsteigen. Du kannst hier sogar Level in der Kampagne.
Kannst du im Überlebenskampf hier auch bis 55, aber hier gibt es kein Prestige und keine Waffen und so weiter alles. Kann ich das schubsen? Ja, kann ich. Hm? Ja, die sticht doch jetzt da rein, ne? Ja. Ach so, der zündet das an, der Sullivan Dude. Jetzt könntest du ganz runterrennen. Aber Problem ist, ich hab halt keine guten Knifften jetzt dabei. Problem ist, da sind Indies. Oh, das ist ein Partner. Da sind Indies. Ja, da drüben ist schon. Wie hab ich das nochmal immer genannt? Ja, doch, Indies. Ne, nicht Indies. Wie hab ich das nochmal genannt? Nicht Divi? Wer hat gesagt, Hiwi, ne? Hiwis, ja, ja. Hiwis waren das bei dir. Korb Challenge. Was ist das hier? Ja, wir müssen hier runter eigentlich. Da geht eigentlich eine Tür auf, da kannst du hier unten was sprengen. Ja, jetzt geht die Tür auf. Ist das eine Nebenmission oder ist das Pflicht? Das ist Pflicht, glaube ich. Ich weiß das nicht. Das ist schon so lange her. Weil ich suche halt eigentlich Sammlerstücke. Ich kann da nicht rein. Ich suche eigentlich Sammlerstücke. Das gibt es hier in der Kampagne nicht. Nicht? Ich weiß nicht, ob es das hier gibt. Oh, oh. Der Japs wird Miller, Junge, Miller. Wir müssen zum Schiff, ne? Ja, machen wir, okay. Wo ist das Schiff? Hier hat was geknallt. Ich wurde angestochen. Ja, eine Machete. Machete kills. Machete? Oh, das haben die auch bei MW2 reingemacht mit den, wo du den mit dem Ghost da im Wald bist. Wie heißt das? Irgendwas mit Ende heißt das. Was? Die Mission weiß ich jetzt nicht ganz genau. Auf jeden Fall, da schiebt er dich ja, zieht er dich ja auch. Und da musst du die ganzen Wichser ja abknallen. Genau. Jetzt eh. Ja, seht ihr wieder rumst da im Hintergrund normale. Für 1472. Ist das eine echte Scheiß-Grafik. Ah, das Spiel hat eine bessere Grafik als manche andere Spiele. Und auch einen besseren Spielspaß als manche andere Spiele. Den gebreaken? Ja, mache ich jetzt auch. So.